Hallo und herzlich willkommen im Weber Info TV. Sommer, Sonne, Strand und Meer. Viele sehen sich nach diesem tollen Urlaubsgefühl. Wer in dieser Zeit nicht zum Krebs werden möchte, muss sich schützen. So oder so oder so oder so. Oder so. Diese tollen Gegenstände schützen uns vor den negativen Wirkungen der Sonne. Was ich meine, sind Hautrötung, Sonnenbrand, Hautalterung oder sogar der Hautkrebs. Ich höre oft, dass es lästig ist, jedes Mal beim Sonnenkontakt den Schutz rechtzeitig vorher aufzutragen. Aber ich bin auch der Meinung, mit ein bisschen guten Willen und dem richtigen Produkt kann sich jeder schützen. Es gibt nicht nur diese alten, abfärbenden und fettigen Cremes. Zum Beispiel mit einem leichten Spray funktioniert es auch super. Um euch komplett vom Gegenteil zu überzeugen, habe ich hier eine kleine große Auswahl zusammengestellt. Es gibt natürlich noch die altbewährte Creme, aber auch Spray, Lotion, Gel, Öl, Milch, Fluid und noch ganz, ganz vieles mehr. Nun gilt es, nur noch auf den richtigen Hauttypen zu achten und den Lichtschutzfaktor anzupassen. Als weiteres gilt, wer A sagt, muss auch B sagen. Beide UV-Strahlentypen sind auf Dauer schädlich. Und grob gesagt, je heller die Haut ist, desto höher muss der Lichtschutzfaktor sein. Also sucht euch den Sonnenschutz eurer Wahl und ab an den Strand.